So Leute, für den ersten Glitch müsst ihr die Spawn-Tür überspringen. Dies macht ihr entweder, indem ihr den letzten Zombie hier lang lockt, wo ich jetzt lang gehe. Das dauert vielleicht ein bisschen, weil ich bin noch in der Runde 2. Und wenn der Zombie dann hier hochläuft, Leute, dann müsst ihr hier runtergehen. Und dann lauft ihr gegen diesen Pfeiler, messert und ihr fliegt dann hier hoch. Das ist Methode Nummer 1, aber Methode Nummer 2 ist viel leichter. Denn hierfür braucht ihr den Ätherschleier mindestens auf Stufe 3. Den füllt ihr dann auf, das könnt ihr natürlich nicht in der ersten Runde machen. Aber in der dritten oder vierten Runde sollte der dann voll sein. Wenn ihr euren Ätherschleier dann voll gemacht habt, dann lauft dahin, wo ich hingehe. Und zwar klettert hier drauf, dann schaut drüber, springt einmal und aktiviert euren Ätherschleier. Wie ihr sehen könnt, seid ihr jetzt drüben und könnt dann ebenfalls rüberklettern und euch rüber teleportieren. Als nächstes könnt ihr Strom und Packerpunch einschalten. Und wenn ihr dann wieder zurückgeht, Leute, könnt ihr entweder eure Waffen punchen oder ihr geht direkt in den Glitch rein. Hierfür stellt ihr euch einfach an diesen Pfeiler und die Zombies werden hier vor euch hin und her springen und ihr könnt easy auf Headshots oder sonst was gehen. Zwischendurch kann es mal sein, dass ein Zombie von rechts sich zu euch verirrt, aber den könnt ihr ganz in Ruhe töten, denn das kommt nur vereinzelt vor. Die von rechts müssten auch normalerweise dann hier hinlaufen. So, ich würde euch auch noch empfehlen, nehmt euch den Ätherschleier mit und füllt den auf, weil dann könnt ihr ganz in Ruhe runtergehen, könnt eure Waffe punchen und wieder hier hochkommen, Leute. So, das war's mit Glitch Nummer 1 und wir kommen nun zu Glitch Nummer 2. Um in den nächsten Pile-Up zu kommen, kann es schon ein bisschen länger dauern, weil das ist ein bisschen knifflig. Ihr begebt euch zur verbrannten Verteidigung an dieser Stelle, wo ich hingehe und springt hier oben drauf. Lauft nach vorne und springt drauf. Und wenn ihr das dann richtig macht, dann sollten eure Füße in der Luft schweben. Wie gesagt, ist es ein bisschen knifflig hier reinzukommen, aber mit ein paar Versuchen kriegt ihr das dann auch hin. So. Wie ihr seht, schweben meine Füße. Manchmal kommt es vor, dass eure Füße nicht schweben. Dann müsst ihr runtergehen und es nochmal neu versuchen, weil die Zombies werfen euch dann ab. Wie ihr seht, versammeln sich jetzt alle Zombies links von euch und wir kommen nun zu Glitch Nummer 3. Dieser Glitch befindet sich auf der anderen Seite bei den Sandsäcken. Ihr springt aus einer kleinen Distanz hier oben drauf und wenn ihr klettert, dann geht ein kleiner Schritt zurück. Und die Zombies versammeln sich jetzt alle unter euch. Hier könnt ihr die Zombies auch übrigens messern. Und die Zombies werden sich jetzt alle unter euch versammeln. Kommen wir nun zum nächsten Glitch. Wie ihr seht, ist der nächste Glitch so eine Art AFK-Spot. Mein Kollege liegt da und kriegt keinen Damage von dem, beziehungsweise stirbt nicht. Dieser Glitch ist vielleicht nicht so nützlich wie die anderen Glitches, jedoch könnte man den auch mit einem Kumpel gut ausnutzen. Wie ihr hier reinkommt, zeige ich euch auch einmal kurz. Und zwar stellt ihr euch hier vorne an der Box an die Kante und legt euch hin. Wenn ihr euch dann hingelegt habt, dann schaut ihr nach vorne. Sobald ihr so nach links und rechts schaut, dann kriegt ihr Schaden von den Zombies, die sich bei euch versammeln. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar ist es der AFK-Glitch bei Firebase. Ihr geht hierfür einfach hier in diese Ecke, Leute, beim Spawn. Und wenn ihr dann drauf seid, dann seht ihr, die Zombies bleiben stehen. Ich zeige euch das noch einmal. Ihr geht in die Ecke, auf die Treppe drauf und pusht euch in die Ecke. In diesem Glitch könnt ihr ganz easy die Social Distancing Visitenkarte freispielen und die Visitenkarte, in der ihr Runde 20 erreichen müsst mit eurer Startausrüstung ohne Verbesserungen. Aber um das Ganze zu schaffen, braucht ihr einen Freund, der für euch die Runden pusht. Ihr bleibt dann quasi 20 Runden lang hier stehen und euer Freund pusht die 20 Runden und ihr bekommt die Visitenkarten. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Der Affenbomben-Glitch. Viele von euch sagen ja, dass der gepatcht wurde und dass die ihrem Kumpel nicht mehr reinjoinen können. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr das genau macht, sodass es auch klappt und ihr wieder ins Spiel rein könnt. Als allererstes braucht ihr hierfür natürlich einen Freund und eine Affenbombe. Und hierfür benötigt ihr entweder 1000 grünen Schrott oder von einem Zombie, der euch die Affenbombe droppt. Wenn ihr dann alles habt, dann sucht euch eine Stelle aus, wo ihr den Affen hinwirft. Ganz wichtig, der den Affen wirft, darf nicht der Host sein, Leute. Also lasst das euren Kumpel machen. Und wenn ihr dann den Affen in die Luft geworfen habt, müsst ihr das Spiel pausieren, während der Affe noch in der Luft ist. Genauso wie hier, Leute. Er wirft den Affen, er ist noch in der Luft. Ich pausiere das Spiel und er verlässt das Game. Ganz wichtig, Leute. Ihr bleibt so lange im Pause-Menü, bis euer Freund wieder beigetreten ist. Also, ihr wartet, bis oben rechts steht, dass euer Freund wieder in die Party beigetreten ist und danach beendet ihr erst das Pause-Menü und setzt das Spiel fort. Ich habe es getestet, Leute, bei mir ging es immer nur bis Runde 7, ab Runde 8 konnte mein Kumpel nicht mehr reinjoinen. Wie ihr seht, ist er beigetreten, ich starte das Spiel wieder
Und die Zombies sollten sich da beim Affen versammeln. Und mein Kollege ist auch drin. Wie ihr seht, hat er sich verbunden. So, das war's dann mit dem Affenbomben-Glitch. Und kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und der befindet sich beim Fuhrpark. Und zwar lauft ihr hier auf dieses Geländer und springt aus der Distanz drauf. Beim Klettern geht ihr so ein kleines Stück zurück und die Zombies versammeln sich unter euch. Jedoch seid ihr so zu nah dran und die Zombies, die von hinten kommen, die schlagen euch manchmal. Also geht in den Spot ein bisschen weiter rechts, so wie ich es jetzt tue. So, dann versammeln sich die Zombies unter euch und wir kommen nun zum nächsten Glitch. Der Waffenverdopplungsglitch. Ihr nehmt die Waffe, die ihr verdoppeln wollt, in die Hand, geht zum Packer-Punch, drückt den Knopf, dass ihr ins Packer-Punch-Menü könnt und den Knopf, um die Waffe zu wechseln gleichzeitig. Dann wechselt ihr nämlich zur Zweitwaffe und puncht diese dann. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, habt ihr eure erste Waffe verdoppelt, in meinem Fall die LC-10. Jedoch könnt ihr so jede Waffe verdoppeln, die man auch punchen kann, quasi alle Waffen bis auf die TOT-Schockwelle. Die Raygun und die Ray-K könnt ihr auch verdoppeln. Für den nächsten Glitch stellt ihr euch am Spawn vor diese Kiste, springt aus der Distanz hoch und beim Klettern drückt ihr die Rückwärtstaste und geht so ein kleines bisschen zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies alle unter euch versammeln. Kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar befindet der sich im Wohnzimmer. Lasst dafür ein Zombie am Leben und springt auf diesem Stein hier drauf. So. Dann duckt euch und lauft so ein kleines bisschen zurück, Leute. Ihr werdet auch merken, dass der Zombie auf euch werfen wird. Und ihr lauft dann so lange so ein kleines bisschen zurück, bis der Zombie aufhört zu werfen. So, ich zeige euch das jetzt mal. Der Zombie soll ein bisschen näher kommen. Wie ihr seht, wirft er jetzt Fleisch auf mich. Ich laufe noch so ein kleines bisschen zurück. Und wenn er dann aufhört zu werfen, so wie jetzt, dann geht ihr hier langsam wieder hoch zur Seite. So wie ich in diese Höhe ungefähr und dann werden sich alle Zombies unter euch versammeln. Weiter geht's mit dem nächsten Glitch. Der Pile-Up beim Packer-Punch unten an diesem Metallkasten, der funktioniert auch noch. Und wie ihr hier reinkommt, das zeige ich euch jetzt. Ihr stellt euch so aus der Distanz davor, Leute, springt hoch und danach lauft ihr so ein kleines bisschen zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, werden sich alle Zombies unter euch versammeln, bis auf die Megatrons natürlich. Und die Hunde, die werden euch auch noch angreifen. Ich würde euch empfehlen, nehmt den Feuerring mit, dann kriegt ihr die Megatrons auch schnell down. Und wir gehen weiter zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist in der Krankenstation, Leute. Und dieser Glitch ist auch sehr praktisch. Ihr stellt euch so vor diesem Teil hier aus bisschen aus der Distanz hin, springt nach vorne und beim Klettern drückt ihr so die Rückwärtstaste und geht so ein kleines bisschen zurück. Und wenn ihr das dann richtig macht, dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Und das Gute an dem Glitch ist, solange ihr nicht den Boden berührt und nicht da rausgeht, dann spawnen die Megatrons auch nicht. So, gehen wir weiter zum nächsten Glitch. Der 99 Leben Lobby Glitch. Spieler 1 geht auf eigene Spiele, Leute, und auf Spielregeln bearbeiten. Dann klickt er auf Einstellungen. So, Spieler 2 geht jetzt auch auf eigene Spiele und lädt euch in eigene Spiele einmal ein. Ihr geht auf die Einladung drauf und bleibt über Annehmen, aber klickt noch nicht auf Annehmen drauf. Jetzt muss Spieler 2 euch nämlich noch eine Einladung schicken. Und wenn diese Einladung kommt, dann nehmt ihr diese an und spammt die ganze Zeit Dreieck oder Y, je nachdem auf was ihr spielt, und nimmt dann die nächste Einladung an. Wie ihr seht, habe ich die erste angenommen, bin bei dem reingejoint, aber habe dann Dreieck gespammt und es kam wieder dieses Fenster. Wenn ihr dann bei der zweiten Einladung drauf seid, dann geht ihr auf Spielerdetails anzeigen und dann verlässt der Spieler 2 das Spiel mit der Party und danach verlässt er das Spiel mit, ohne Party. Wenn er das dann gemacht habt, dann seid ihr immer noch in diesem Einstellungsfenster und Spieler 2 müsste sich in der Mehrspielerlobby befinden und dort lädt ihr euch dann noch einmal ein und wir machen das Ganze wieder von vorne. Also, er schickt euch wieder eine Einladung beim Mehrspielermenü. Ihr geht auf die Einladung drauf, bleibt über Annehmen und wartet auf die zweite Einladung. Sobald sie kommt, nimmt ihr die erste an und spammt die ganze Zeit Dreieck und geht auf Spielerdetails anzeigen wieder. Wenn ihr dann wieder hier seid, dann verlässt er die Party wieder mit Party und danach ohne Party und euer Freund befindet sich jetzt im Hauptmenü. Im Hauptmenü lädt ihr euch dann wieder zweimal ein. Beim ersten Mal geht ihr wieder nur drauf. Bleibt über Annehmen, wenn die zweite Einladung kommt, dann nimmt ihr an und spammt wieder die ganze Zeit die andere Einladung. Bei mir ist es Dreieck und geht auf Spielerdetails anzeigen. So, jetzt geht euer Freund auf Zombies
Und wenn ihr dann auf rechts geht, Leute, R1 drückt, dann könnt ihr auf Eliminator gehen und dort steht dann der Selbstwiederbelebungszähler. Den Zähler macht ihr ganz nach rechts und euer Kollege, der geht auf privates Spiel, sucht dann Ausbruch aus oder die Maschine oder Firebase, startet das private Spiel und verlässt danach direkt. Achtung Leute, macht es so wie ich hier, 98, 99, 98, 99, also geht immer ein vor und ein zurück, weil manchmal klappt es mit dem Timing nicht, aber wenn ihr das so macht, dann habt ihr das 100%. Es dauert, mein Kollege hat schon verlassen, aber es dauert noch, bis ich reinkomme, das liegt daran, weil wir das bei Ausbruch machen und dort dauert das Spiel so 30 Sekunden, bis ihr reinkommt. Also, wenn ihr das bei Ausbruch macht, Leute, keine Angst, das braucht so 20, 30 Sekunden, bis ihr reinkommt. Aber wenn ihr das auf die Maschine macht oder Firebase, dann startet das Spiel direkt, sobald euer Kumpel verlassen hat. So, da sind wir im Spiel. Wie ihr seht, steht da unten, dass ihr 3 Wiederbelebungen habt. Das ist nur ein Anzeigefehler seit den neuesten Updates. Ihr habt so viele Leben, wie ihr vorher eingestellt habt. Und ich werde euch das auch nochmal zeigen, Leute. Wenn ich mich umbringe, dann werde ich auch kein Leben verlieren. Da wird immer noch 3 stehen. Also, wenn ihr es auf 99 gestellt hattet, bevor das Spiel gestartet ist, dann habt ihr auch 99 Leben. So, wie ihr seht, gehe ich jetzt down und dort steht immer noch 3. Wenn ich mich belebe, wird da auch noch 3 stehen. Das war's dann mit diesem Glitch. Ich finde, dieser Glitch hier ist auf jeden Fall einer der besten Glitch, die es zurzeit gibt. Und wir kommen weiter zum nächsten Glitch. Den nächsten Glitch gibt es gefühlt auch schon seit einer Ewigkeit, Leute. Ihr begebt euch zum Teich, klettert hier auf diesen LKW und danach lauft ihr so ein kleines bisschen so ganz langsam nach vorne und zurück, nach vorne und zurück. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann seht ihr schon eure Füße schweben und die Zombies werden sich dort versammeln, wo ihr das letzte Mal den Boden berührt habt. In meinem Fall hier vorne, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt hinterm LKW hier lang gelaufen wärt, dann hätten sie sich auch hinterm LKW versammelt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch ein Video wollt mit allen Glitches auf Ausbruch, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich noch ein Video dazu. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Na dann, ciao und bis zum nächsten Video.